Warum tue ich mir das an? Moin, Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen zurück zu Five Nights at Freddy's fucking 4. Und ich habe es ja schon im letzten Video angekündigt. Wir geben uns dieses Game. Alter, ich bin so schlecht in FNAF, dass ich gesagt habe, komm, Five Nights at Freddy's 4, das muss drin sein. Alter, ich krieg schon voll die Paras. Ich denke, da läuft irgendwer vorbei am Fenster, Junge. Alter, weißt du, so fängt das an, Digga. So, das Game ist von 2015 und wir sehen hier schon diese super netten, liebevollen Gesichter. Wie nennt man das? Gemütsöffnungen des roboterlichen Körpers. und ja. Also, worum geht's in FNAF 4? Wir sind irgend so ein kleines Scheißkind mit einem Trauma und ja. Da sind so ein paar liebe Teddybären mit, ja, wie sagt man, Schneidezähnchen, die uns mal Hallo sagen wollen. Und ich gebe zu, ich habe übelst Respekt vor diesem Game, weil ich einfach, ich weiß nicht, ich finde die Jumpscares in diesem Spiel echt irgendwie am schlimmsten. Deswegen habe ich auch schon die Lautstärke runtergepegelt. Das Spiel sollte für euch nicht so laut sein und für mich jetzt auch nicht. In FNAF 3 war das echt ein Problem. Und ich traue mich gar nicht, auf New Game zu drücken. Aber wir werden es tun, Leute. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei, ja, das anzusehen, wie ich mich abquäle. 5 Tage bis zur Party. Ein Teddybär. Was hat er diesmal gemacht? Er hat dich in deinen Ruhm eingesperrt. Schon wieder! Sei nicht, sei nicht ängstlich. Ich bin bei dir. WSAD, okay, wir sind WSAD. Schöner Name. Okay. Ja, das ist unsere Plüschtier. Ja, these are my friends. Kenne ich, ist genauso wie bei mir. Also, jetzt gerade in der Corona-Zeit, da ist es ganz schön, wenn man mal ein paar Plüschtiere so in seinem Zimmer liegen hat, mit denen man sich so unterhalten kann. Ja, sind halt meine Freunde, ne? Also, was willst du machen? Das ist normal, Digga. So, können wir hier irgendwie... Nee, geht nicht, okay. Ja, er chillt auf unserem Bett. Richtiger Spaß, Alter, macht sich richtig breit. So. Ey. Hör auf. Ach, jetzt heul doch nicht, Alter. Ja, morgen ist ein anderer Tag oder ein neuer Tag. Ja, wissen wir, kennen wir. Ist immer so, Junge. Ist ein Standardspruch. So, Night 1, Alter. Night 1, Nacht 1, wie auch immer. So, ich habe jetzt schon Arschwasser, weil ich ganz genau weiß, dass das ziemlich intensiv wird, Alter. Huch, okay, was, ach so. Click here to run to door. Oh, huch. Warning, listen carefully. If you hear breathing, hold the door shut. If you... Flick dem. Boah, das ist ja richtig behindert gemacht. Das heißt, wenn wir irgendwas atmen hören. Boah, wenn wir irgendwas atmen hören, sollen wir die Tür schließen. Und was ist hier? Können wir. Hallo? Das heißt, ich habe die Tipps ausgemacht. Wie kann man denn. Oh mein Gott. Hallo? Okay. Huh, okay. Das Spiel ist, Wie kann man denn... Wie kann man die Tür zumachen? Huch. Oh, mit Shift. Junge. Sagt mir das doch mal einer. Geht das hier auch? Oh, perfekt. Huh. Alter, das... Oh... Vor allem ist es so leise, das ist jetzt nicht gut. Oh Gott, ich habe jetzt richtig Arschwasser, Alter. Jetzt wird schlimm. Also ich habe damals ja FNAF 4 schon öfters mal angeguckt bei anderen Leuten. Oh, wie er sich einfach gerade umgedreht... Hallo? Wie er sich einfach gerade umgedreht hat, warte mal kurz. Oh, das ist richtig ekelhaft, Junge. Hör, hör,
Junge, Amanakoinem, da guckst du, ne? Da habe ich reagiert mit Reflex. War gar nicht ich. War das Spiel. Also, habe natürlich ich gemacht, so, ne? Boah, Junge, ich hab... Irgendeiner von den beiden, ne? Chica oder Bunny. Irgendeiner von den beiden. Die sitzen da doch bestimmt und warten da nur drauf, dass ich irgendwann mal so ganz aus Versehen mal hier die... Junge! Dass ich irgendwann mal die Taschenlampe switche und dann... Ich warte nur darauf. Nein, ich warte nicht darauf. Hört auf! Also, die warten nur darauf, dass ich das mache. Ich will aber nicht. Am liebsten würde ich einfach... Warum schließt er nicht einfach die Türen? Haben die Türen irgendeinen Sprung oder so? Junge! Stuhl vorklemmen. Kennst du das nicht? Noch nie Actionfilme geguckt. Ich sollte nicht so laut lachen. Das kommt nicht so gut, Alter. Wenn ich die Nacht überlebt, dann bin ich King of Five Nights at Freddy's. Kappa. So. Gibt ja auch Leute, die haben das Spiel wirklich durchgespielt. Da frage ich mich mal, wie machen die das? Alter, der hockt da immer hinter mir. Hat immer so einen Autismus-Kick da. Was machen die eigentlich? Das muss ich mal rausfinden. Auf irgendeine Art und Weise. Also am besten, ich finde das raus auf YouTube. Ja! Junge, Amanda! Du machst das nie wieder mit mir. Nicht gut. Nicht gut, was du machen. Nacht 1. Juhu. Ne? Ja, listen carefully, ja. Ich hab auch carefully gelistened, Alter. Das, naja, Spiel ist halt leise, ne? Aber ich weiß, alle sagen jetzt, mach das Spiel lauter, dann hörst du auch mal was. Wir wollen nicht so einen Noob sehen, der immer nur Nacht 1 rumhängt. Ja, aber, Alter, wenn ich noch für euch Videos machen soll, dann... Ist ein gutes Gehör nicht verkehrt, wisst ihr? Und ich habe sowieso schon Gehörschaden, so leichten, weißt du, auf dem einen Ohr hier. Deswegen ist das gar nicht mal so verkehrt, aber ja, okay. Noch passiert halt nicht viel. Digga, ich verstehe sowieso nicht, warum macht er nicht einfach die Tür zu? Junge, Schrank vor die Tür. Guck mal, er hat zwei Schränke. Digga, Schrank vor die Tür. Okay, er hat keinen Stuhl hier, oder? Hat er Stuhl hier? Nö. Dann würde ich einfach die Schränke vor diese Tür machen und würde einfach 24/7 diese Tür hier zuhalten. Was ist das Problem, Digga? Oh, ich schwöre. Also, Bunny ist schon ein schlimmer Gegner. Beziehungsweise, ich fände den Jumpscare von ihm ja schon irgendwie ätzend, aber von Chica, Digga. Chica war schon immer schlimm. Chica war schon immer... Alter, da ging gar nichts, Junge. Schon auf FNAF 2. Es hat geleckt. Wenn es leckt, dann heißt das was. Wenn es leckt, dann tut sich was, Digga. Alte Weisheit. Frame Drops sind nicht umsonst, meine Freunde. Merkt euch das. So. Wenn ich die erste Nacht schaffe, Digga, dann... Alter, dann bin ich King. Kappa. Was war denn das? Habt ihr das gehört? Lals. Ich hab grad so eine Idee, aber das funktioniert safe nicht. Ich meine, ich hab gedacht, du könntest die ganze Zeit die Tür so auf und zu machen und vielleicht haust du ihm irgendwann so gegen die Fresse, aber naja. Ihr kennt's ja. Wir sind ja nur ein kleiner Mikro-Spasti, der das nicht überleben wird, ne? Digga, ich höre das. Das ist wirklich. Ja. Wir sind ja halt nur so ein kleiner mickriger Spasti, der da... Chica, verpiss dich! Du kriegst mich nicht! Du kriegst mich nicht! Okay, die wird mir... Es ist 2 AM! Es ist 2 AM!
Ich hab was gehört. Digga, ich hab richtig Arschwasser gerade, Junge. Das geht gar nicht. Oh, riskierst. Ah! Darauf erstmal die Haare kämmen, Alter. Sexy, Alter. Ja, Freunde. Das war jetzt Five Nights at Freddy's 4 fürs Erste. Ich denke, ich werde das vielleicht nochmal demnächst anspielen. Wie ihr vielleicht schon gelesen habt, unten in der Beschreibung könnt ihr auch nochmal gucken. War auch bei Five Nights at Freddy's 3 Video. Dass ja im Moment die Abschlussklassen in Deutschland die Abschlussprüfungen schreiben müssen. Und das sind insgesamt die nächste und die Woche da drauf, also noch 2 Wochen. Und danach sind wir erlöst vom eligen Leid, vom eligenden Leid, Alter. Und dann, dann kann ich so gepflegt darauf scheißen und kann mir, weiß ich nicht. Egal, auf jeden Fall kann ich mich da ein bisschen mehr auf YouTube konzentrieren und da könnte man dann vielleicht das ein oder andere coole Video noch machen. Gerade weil mein Kollege Fredos aka Beefboy ja auch gerne bestimmt wieder ein paar Folgen aufnehmen möchte und ja, das könnte cool werden, Alter. Das könnte cool werden. Seid mal gespannt, Alter. Gut, Freunde, dann will ich gar nicht mehr so lang labern. Dann wisst ihr Bescheid, dass wahrscheinlich die nächsten 2 Wochen fast gar keine bis überhaupt keine Videos kommen. Weil ich mich da so ein bisschen drauf konzentrieren muss und ich denke mal, da versteht ihr für mich vielleicht sogar auch ein bisschen und ja, bis dahin werde ich mich mal ein bisschen über dieses Spiel informieren, nochmal gucken, wie man das hinkriegt, die erste Nacht durchzuspielen, ohne zu sterben. Und nochmal. Gut, Leute, ich danke euch fürs Einschalten. Wir sehen uns beim neuen Video und ich glaube, ich brauche eine neue Unterhose.